tun. Danke, was war das denn? Are you kidding me? Wow. Ja, ich wollte sagen, als ob das jetzt so einfach ist und dann... Oh mein Gott, was? Panda, 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 Papa Panda, 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 Papa Panda, 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 für den Panda, Bambus für den Panda, Panda, für den Panda, Bambus für den Panda. Spät am Abend, früh am Morgen. Lucky, Lucky, jetzt gibt's Feuer für mein Schnucki. Wieso schmeiß ich dich nicht von hier raus? Deine Augen sind so... Okay, let's go. Computer sagt nein. Alles für mein Panda. Panda, 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 Papa Panda, 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 Papa Panda, 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 für den Panda, Bambus für den Panda, Panda, für den Panda, Bambus für den Panda. Oh mein Gott, was? Wie ist das Game? Absolut gruselig, ich kann nicht mehr. Und das wird nicht geklippt. Mm-mm-mm. Das kommt nicht mit in den Song. Das könnt ihr sowas von probieren. Panda, Panda, weh, ich sehe das. Panda, Papa Panda, 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 Panda. Oh mein Gott! Das ist einfach ein Eisbär. Panda, 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 Papa Panda, Panda, Panda. Panda, 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 Papa Panda, 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 für den Panda, Bambus für den Panda, Panda, für den Panda, Bambus für den Panda. Das ist einfach ein Eisbär. Kamera läuft, klack. 3, 2, 1, let's go. Ey yo, Pandis, macht euch bereit. Yoki ist live, also schnappt euch ne Pi. Herzlich willkommen zum Stream. Vorhang auf für die Speedrun Queen. AKA der schnellste Panda der Welt, der selbst an der roten Ampel nicht hält. Mach ich wohl. Yoki braucht kein Auto aim. Wenn sie will, kann sie sogar aus dem Auto aim. Bambus für den Panda. Bambus für den Panda. Bambus für den Panda, Panda. Bambus für den Panda. Bambus für den Panda. Bambus für den Panda. Bambus für den Panda, Panda. Bambus für den Panda. Yoki zockt einhändig den Run in der anderen Waifu. Einfach just for fun, trotzdem wird ihre Zeit gut. Ihr Lieblingsgame, warum fragst du das? Einfache Antwort, The Last of Us. Egal ob grounded oder left behind, es werden Headshots verteilt bis zum letzten Fight. Und sie versohlt die Klicker, denn sie ist einfach nur ein Profi-Digger. Bambus für den Panda. Bambus für den Panda. Bambus für den Panda, Panda. Bambus für den Panda. Bambus für den Panda. Bambus für den Panda. Bambus für den Panda, Panda. Bambus für den Panda. Infections ist Yoki für die Gegner zu clever. Oh mein Gott, ich bin der beste Spieler ever. In Horror Games ist niemand souveräner als sie. Selbst bei den Jumpscares erschreckt sie sich nie, sie bleibt so cool. Es ist nicht normal, trotz Ruhepuls 100 Killer Blick aus Stahl. Selbst wenn sie im Game mal nicht weiß, wo sie hin muss, hat sie den Durchblick und schaut auf die Dingsbums. Sei im Chat korrekt und laber keinen Schnuss. Bist du wack, nennen Pandis dich ne dumme Nuss. Matrix Bernie und Buxi sind auch dabei. Mod-Schwerter gezückt und nur in der Pause frei, also Pandis. Steig ein in den Hype-Train, wir sind deine Gang, keiner muss mehr allein stehen. Warum wir unserer Yoki treu sind? Yeah, 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 yeah. Yoki ist die Tonste.
Sie ist nur die Yoki, sie ist nur die Yoki. Livestream, Twitch TV, Panda Gang Story. Sie ist nur die Yoki, nur die Yoki. Lehn dich einfach zurück, jetzt wird's cozy. Ich bin nur die Yoki, ich bin nur die Yoki. Livestream, Twitch TV, Panda Gang Story. Ich bin nur die Yoki, nur die Yoki. Schreib in den Chats an mein Homie. Langsam kriege ich das Gefühl, dass Yoki heute live kommt. Pandis sind im Chat, 16 Uhr ist der Zeitpunkt. Ich bleib mysteriös, keiner weiß mein Standort. Die beste aller Zeiten, weil kein Skill an mich rankommt. An sie rankommt, von Ost bis nach West. Yoki 03, Blicke, weil's nichts gibt, das mich stresst. Stream Magie, jedes Game zelebriert bis zuletzt. Die Diet fließt in Litern, der Vibe ist perfekt. Sie ist nur die Yoki, sie ist nur die Yoki. Livestream, Twitch TV, Panda Gang Story. Sie ist nur die Yoki, nur die Yoki. Lehn dich einfach zurück, jetzt wird's cozy. Ich bin nur die Yoki, ich bin nur die Yoki. Livestream, Twitch TV, Panda Gang Story. Ich bin nur die Yoki, nur die Yoki. Schreib in den Chats an mein Homie. Mit jedem Follow kommt ein Pandi dazu. Die Familie ist groß und hat Bambus und Blut. Keiner bleibt hier allein. Verein geht's uns gut, Licht und Kamera nice. Gut ist nicht gut genug. Nicht gut genug, nur perfekt ist nicht wack. Pipi nicht mehr auf eins und es gibt ein Comeback. Meine Pandis belieben und keiner geht weg. Was bringt mir 1000 Viewer und keiner im Chat? Pandis, gönn Subs und Bits. Weil jeder hier gönnt ihr diesen Platz auf Twitch. Denn das ist mein Traum. Sie braucht keinen Kitsch. Die Yoki wird groß, denn wir glauben an dich. Yoki, 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 Yoki. Sie ist nur die Yoki, sie ist nur die Yoki. Livestream, Twitch TV, Panda Gang Story. Sie ist nur die Yoki, nur die Yoki. Lehn dich einfach zurück, jetzt wird's cozy. Sie ist nur die Yoki, sie ist nur die Yoki. Livestream, Twitch TV, Panda Gang Story. Sie ist nur die Yoki. Nur die Yoki. Schreib in den Chat, sei ihr Homie. Ich bin nur die Yoki, ich bin nur die Yoki. Livestream, Twitch TV, Panda Gang Story. Ich bin nur die Yoki, nur die Yoki. Lehn dich einfach zurück, jetzt wird's cozy. Ich bin nur die Yoki, ich bin nur die Yoki. Livestream, Twitch TV, Panda Gang Story. Ich bin nur die Yoki, nur die Yoki. Schreib in den Chat, sei mein Homie. Wosch. Hallo Leute, Oliven, Oliven, yeah, yeah, yeah. Hallo Leute, ich hoffe, euch geht's gut und ich hoffe auch, dass der Stream läuft. Ich habe richtig gute Laune und ich will, dass es ein Oberhammer mega geiler Stream wird. Also auch von den Frames. Abzeichen, weiß ich nicht, müssen wir gucken. In dieser Szene gibt es keine Abzeichen. Hallo Leute, was geht? Wir spielen heute Plague Tale weiter und irgendwie macht das Bing. Hallo Chat. Hallöche. Guck mal, wir haben sogar Abzeichen, Danrik. Ich winke ganz unauffällig, immer schön winken, Männers. Hi. Ich hoffe, euch geht's gut, Leute. Ich hoffe, euch geht's gut. Wie geht's euch? Hallo Danrik, hallo Buxi und hallo Sir Pizza Panda. Hallo Panda. Ich will überall Abzeichen. Ich will. Nein, ich hoffe, euch geht's gut, Leute. Wir spielen heute ganz entspannt Plague Tale 2 weiter. Vielleicht ein Finale, ich weiß es nicht. Kann es mir gut vorstellen. Erstmal einen Schluck trinken, Leute. Vergesst nicht zu trinken. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in den Streamy. Ich muss noch ganz kurz was checken. Wir können ja schon mal starten. Ich würde euch gern was erzählen, aber es ist so frisch und so geheim, dass ich das noch niemandem erzählen darf, weil ich was vorhabe. Aber ich kann es nicht mal meinen Mods erzählen. Das ist voll scheiße. Und jetzt spreche ich es an. Und jetzt ist es so doppelt scheiße, weil jetzt denkt ihr so, boah, Yoki, sag's doch einfach. Aber ich denke mir so, kann ich nicht. Los geht's, Spiel. Fortfahren, Junge. Ich muss erstmal 80 Knöpfe drücken, bevor es losgeht. Hallo. Hallo, Leute. Ich hoffe, euch geht's gut. Und hallo, Luck. Auch
an dieser Stelle im YouTube-Chat, weil wir sind auch auf YouTube live. Wer denkt hier auf Twitch, boah, der Chat ist so voll, ich will einen Chat alleine haben, dann geht doch einfach in den YouTube-Chat. Ich sehe euch genauso hier als auch da, vielleicht bei YouTube erst, keine Ahnung, mit 20 Sekunden Verzögerung, weil ich immer in meinen Twitch-Chat schaue, aber ich hänge, weil der Teppich zu kurz ist. So, jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich den Teppich einfach verlängert. Es geht nichts über Überraschungen. Ich glaube, es ist nicht mal so ein großes Ding, aber natürlich. Es ist gar nicht so groß, aber ich kann es halt nicht sagen. Und ja, ich musste beim letzten Mal leider den Stream, weiß ich nicht, abbrechen, ausmachen. Ich meine, er ist von alleine ausgegangen, ging nicht wieder an. Aber ja, wir sind genau an dieser Stelle hier. Wirklich genau am richtigen Millimeter. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr noch gesehen habt, aber ich war zuletzt hier, ne? Genau an dieser Stelle. Hugo, bitte bleib bei uns. Ich bin hier. Und dann war der Stream einfach. Einfach. So nehme ich. Kann man daraus ein Emote machen? Bin mir nicht sicher. Ja, und deswegen spielen wir an der Stelle weiter. Wir müssen zum Hafen, zu Sophia. Und ja, guck mal, da vorne ist das Schiff im roten Segel. Müsste hier sein. Da, an dieser Stelle. Jetzt habe ich es angefasst. Gut. Guck mal, was abgeht. Dann macht doch einfach euren eigenen Chat auf. Genau. Streamt doch einfach mal alle selber. Und dann verständigen wir uns über Streams. Da mache ich mir 10 Streams auf, ne? Und dann reden wir immer so und so unterhalten wir uns dann. Das Shirt sagt vieles. Passt super zu Amicia und Go. Stimmt. Ich liebe das T-Shirt. Tween. Love it. Bestimmt, aber wie würde man es nennen? Yuki 03 Clan? Warum Clan? Wo müssen wir hin, Chat? Die werden ihn töten. Erstmal looten. Yuki 03 looten. Das musst du nicht. Okay, Hugo ist mal wieder super drauf. Ich hoffe, ihr seid auch so gut drauf wie Hugo und wollt alle töten. Lukas steht wieder im Weg. Nichts Neues. Und hier gut, ist eine Werkbank. Dann an die Arbeit. Genau, an die Arbeit. Gut, perfekt. Echt? Hab ich das? Ich habe eher Karate-Moves gemacht. Yuki 03 Karate-Kid. Wie kommen wir hier runter? Erinnert mich halt leider schon wieder an Uncharted. Also die ganze Welt hier. Zumindest hier das Stückchen. Oder auch letztens bei den Gegnern. Ist halt irgendwie alles Uncharted. Ich glaube tatsächlich, hier geht's weiter. Aha. Hier ist es doch. Hier komm, geht's weiter. Ja. Hoppi, hoppa. Ich hoffe, euch geht's gut, Leute. Ein Topf. Töpfe nehme ich immer gerne. Nee, war doch kein Topf, war Werkzeug. Werkzeug ebenso. Vorsicht, es geht runter. Gut. Und Nadrik, danke für deine 5er-Streak und es tut mir im Herzen weh, dass ich das sagen muss, dass ich mich bedanken muss für eine 5er-Streak. Es tut mir leid. Boah, also ich habe irgendwie das Gefühl, wir gehen gleich irgendwie zum Endboss und können hier nochmal übelst viel Loot einsammeln.
Ich glaube, die haben echt viel Naughty Dog geschaut, wobei es ja auch Sinn ergibt, sich an dem Besten zu orientieren, wobei blöd, wenn es dann geklaut wird. Ja, also, ja, klar kann man sich inspirieren und so, aber ich habe halt das Feeling, so, es halt anschauen und nicht irgendwas Eigenes. Verdammt, schnell, wir müssen näher ran. Das okay. Ist also der Arno, der Mann, den man den Wall nennt. Halt die Schnauze, Lukas, Arno ist super. Auch wenn er es nicht. Nur weil du ihn nicht kennst, musst du ihn wieder falsch einschätzen. Eine nette Truppe zusammengestellt. Dich kenne ich, dich kann ich gut einschätzen. Aber ja, es ist schon viel, sehr, sehr viel Ähnlichkeit, Buxi, ne? Und hep, gut, gut. Weil letztens auch dieser Gegner, der sah halt einfach 1:1 genauso aus. Alles gut, aber jetzt, wo du sagst, will ich töten. Ja. Immer gut. Nee, das ist kein Bug. An diesem einen Tag, an dem letzten Tag, wo Nadrik noch im Urlaub war, oder ist Anno, habe ich halt eher aufgehört zu streamen und er kam halt ganz kleines bisschen zu spät und wenn man dann halt nicht mehr als 2 Minuten oder so zuschaut, kriegt man die Serie nicht. Und das war halt dann halt zu spät für Nadrik. Beziehungsweise ich, ne? Ja. Zu spät. Ziemlich viel los. Ja. Und er hat die dann nicht bekommen. Da stehen Krüge mit Thea direkt neben ihm. Jetzt, Amicia, tu was. Mach es. Wir sind hier. Sei still. Wir bringen dich hier weg. Oh, Scheiße. Wir geben unser Bestes, Anno. Und das auch noch. Bam! Boah, guck mal wie. Sie ist gestorben, weil sie die Wahrheit nicht hinnehmen wollte. Genau wie ihr. Ich muss mal kurz den töten, der nervt mich. Bam. Ich glaube, den können wir nicht töten, oder? Doch? Okay, krass. Können wir ihn jetzt schon mal befreien? Da kommen noch mehr? Halt durch, Amicia! Du schaffst es! Ja! Sie kriegen Verstärkung! Ganz kurz Überforderung. Labert der schon wieder mit der Kacke. Ich muss wieder mit Teertöpfen schmeißen. Bam. Weil der hat ja Feuer in der Hand, wisst ihr? Bam. Aber warum sterben die nicht? Weil der eine Rüstung an hat. Mal, der brennt doch gerade. Wenn wir jetzt so machen. Bam. Sie hat auch gar nichts, ne? Ah, okay. I see. Okay, schnell. Wir müssen die irgendwo hier hin locken, damit ich das hier... Oh, das geht auch nicht. Was ist das? Feuer? Ah, Feuer. Los, Amicia, mach schneller! Oh, wir brauchen das. Wichtig und richtig. Bolzen, wichtig und richtig. Lauf.
Dann brauchen wir das. Dann machen wir Bam und er ist tot. Und dann machen wir Bam und er ist tot. Was mache ich hier gerade? Gute Frage. Genau, Anno. Jetzt hat er mal im Maul. Dann machen wir es so. Junge, wie viel kommen denn noch? Hallo, guten Morgen. Teertopf. Bam. Oh, ist Anno jetzt angebrannt? Nicht. Hä, warum kann ich denn schon wieder nichts machen hier? Sehr schön, mach Hackfleisch aus dem Typen. Wir machen Hackfleisch. Was denn jetzt schon wieder? Bring ich dich um. Nein. Die kriegen dich nicht, Hypo. Versprochen. Der Nervige da oben noch. Es reicht. Gut. Gut? Ja, okay, nice. Cool, Chat. Bam. Ja. First try. Stimmt. Warte, wir looten erst. Nicht, dass Anno uns alles wegnimmt. Kappa. Lalala. Alle sind am Sterben. Aber looten ist wichtiger. Sonst hast du am Ende gar nichts mehr. Lalalalalala. Das mit den Bällen gefällt mir sehr. Okay, ist ja schon das Boot. Habe ich ja letztens schon gesagt. Auch wenn gar nicht krasse Wellen hier ankommen. Dann wäre das Boot ein bisschen anders. Okay, dieser Bolzen ist auch irgendwie die ganze Zeit am Start. Ich weiß nicht, ob ich den nie aufgehoben habe, aber irgendwie ist der immer wieder gespawnt. So, let's go, Anu. Bro, ich wollte gerade trinken. Alter, wie viele sind denn das? Ja, Igo macht das jetzt. Tschüss! War schön mit euch! Oh. Wir stehen schön im Licht. Aber fein. Verdammt nochmal! Ich hab nur gesehen, wie der Raid losging. Ja. Das ist eine Anti-Brennrüstung. Kartenchen. Es ist vorbei. Geschafft, bye, Igo. Bye. Ja. Atme durch. Beruhig dich. Einatmen. Wir befreien jetzt Anno, ja? Ja. Einatmen. Bitte. Warte mal, Anno. Ich muss mal ganz kurz was checken. hier. Wieder zurück. Irgendwie hat es jetzt nicht gespeichert. Egal. Anu is free. Na gut, also dann. Komm mit. Komm mit. Ja, Mann. Ich wusste es schon immer. Anu ist der Beste. Hier hast du dein Schild. Coole Zähne. Und auch richtig schön scharf. War ja. Oh, hi Sophia. Wir haben dich schon vermisst. Vor allem Amicia. Hat ja ganz schön gedauert. Kommt an Bord. Entschuldigung. Ich streame halt nur dreimal in der Woche. Du machst eine Pause. Hat sie gerade gesagt, wir machen eine kleine Pause? Chat, das hat sie doch gerade gesagt, oder? Oder habe ich mich verhört? Sophia meint, wir müssten eine kleine Pause machen. So, dann gucken wir, wen wir raiden können. Eure Mutter. Sie kommt nicht mehr. Die Mutter ist tot. Jetzt. Mann, Sophia, jetzt hast du auch noch den Punkt getroffen. Ich werde dann mal. Du, komm. Oh nein. Oh, Sophia bringt Lukas um. Sie kommt niemals mehr. Ich weiß. Niemals. Nein, nein. Ich wollte ihr doch noch so viel erzählen. Oh. Ich auch. Aber sie wusste. Sie wusste alles. Glaub mir.
warst ihr größtes Geschenk, weißt du. Sie liebte dich so, wie du bist. Wie sie dich geboren hat. Amisa. Was ist jetzt eigentlich mit diesem Ring? Wir werden leben. Und irgendwas ist heilen. Doch damit. Die Narben werden bleiben. Durch sie vergessen wir nicht. Und sie helfen zu akzeptieren. Die Narben werden bleiben. Guckt euch bis an. Weniger Schmerzen. Süß, die beiden. Nichts bleibt. Okay. Dann sind wir jetzt in Kapitel 14. Heilende Wunden. Ey. Meine Arme, also meine Hände, die sind einfach wirklich voller Narben von den unterschiedlichsten Haustieren. Ich könnte ein ganzes Buch schreiben über die Narben an meinen Fingern. Zum Beispiel die hier. Ich weiß nicht, ob man die sieht. Wahrscheinlich nicht. Ist genau hier an dieser Stelle. So doof. Das war der erste Biss von einem Kaninchen. Und das hier. Dieser Ring. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da ist so ein Ring. Sieht man nicht, ne? Das muss ich euch mal zeigen, wenn die Cam groß ist. Das ist zum Beispiel von Molly, wo sie noch Babyhase war und sie noch ihre kleinen jungen Babykrallen hatte. Komplett aufgeschlitzt gewesen, dieser Finger. Nicht alle von uns. Warum, Amicia? Stirbt Hugo noch? Aber es wird ihm besser gehen. Uns allen. War das jetzt wirklich eine Anspielung, dass er noch stirbt? Oder war das eine Anspielung, dass Amicia mit Sophia geht? Wir können gern reden. Na gut. Frische Luft. Ja, das stimmt. Die Raskas hat uns gerettet. Das stimmt. Das wird für immer bleiben. Und ich werde es auch immer wissen. Und an diesem Finger, hier an dieser Kante, sind so viele krasse Narben, winzige, von allen Momenten, wo ich Jojo ohne Handschuhe gespielt habe. Völlig weggetreten? Bleib so. Du willst jetzt nicht aufwachen. Glaub mir. Ja, der Bri hat sich auf jeden Fall eine Pause verdient. So, gibt's hier was Neues? Ich könnte ewig schlafen. Ich brauche ein Bad. Hey. Oh, hallo. Wie geht's dir? Du zuerst. Wie geht's dir? Wie nach einem seltsamen Traum. Er war schrecklich. Aber ich konnte nicht aufwachen, bis er zu Ende war. Verändert. Bis Amis, Herr Daba. Wiedergeboren. Auf uns wartet ein neues Zuhause, Lukas. Kommst du mit uns? Du und Hugo. Was geht denn mit dem Fenster da hinten? Ihr zwei seid mein Zuhause. Also, ja. Wir sind froh, dass du bei uns bist. Geht generell mit diesen Fenstern. Ein bisschen am Viben. Okay. Mit Hugo möchte ich als letztes sprechen. Erstmal mit dir. Hey. Hi. Gut geschlafen? Sie hat immer noch die Blume. Ich wachte auf und dachte, ich sei tot. Das kenne ich gut. Was macht ihr jetzt? Meine Mutter. Sie hatte ein Haus. Ein altes Haus in den Bergen. Stimmt. Ich versprach ihm, dass er glücklich sein wird. Dort wird er es sein. Klingt schön. Du wirst dort immer willkommen sein. Okay, das liegt hoch. Hey. Menschen ändern sich. Weil die ja abgeschnitten wurden. Oh, Junge. Aber es wurde halt viel mehr abgeschnitten. Es wurde ja direkt
am Kopf abgeschnitten und da ist ja noch ein bisschen was. Digga. Also ich würde diese Frisur einmal komplett abrasieren, einfach komplett. So 2 mm. Oder direkt Glatze. Wie ist der Ausblick? Er ist schön. Woran denkst du? Er ist schön. Wursch. Ich bin anders. Erstmal so eine Welle ins Gesicht. Ich weiß es nicht. Hast du Hunger? Hm? Ich hab Hunger. Ja, dann bist du ganz der Alte. Guck mal, hier vorne sind Äpfel. Ich fühle mich anders. Alles ist anders. Das nennt sich Großwerden, Hugo. Manche oh nein. Dinge beschleunigen es. Ja? Ja. Aber wir gehen die Dinge ab jetzt ruhiger an. Wir nehmen uns alle Zeit der Welt. Ich freue mich schon auf die Berge. Bald. Sehr bald. Das war ein richtiges Rentnergespräch gerade. Das könnte man klippen, das Gespräch. Und den Titel irgendwie nennen. Keine Ahnung. Wenn du in Rente gehst. Wir gehen nach Hause, Hugo. Unser Zuhause. Ja. Er guckt geht's auf die Äpfel. Ihm gut? Wer weiß. Achso, nein, er guckt auf Anno. Na gut. Anno, wie ist hier gut? Lebst du, Anno? Was glaubst du denn? Tote Menschen reden nicht. Kluge Junge. Hey. Osa. Es tut mir leid wegen der... Naja, wegen allem. Du wolltest, dass ich gerettet werde. Ich verdanke dir mein Leben. Aber Anno hatte recht mit dem Dude, mit dem Grafen. Da wird ja endlich noch jemand nett. Er war doch schon immer nett. Nicht. Der Krieg ist vorbei, Anno. Wir verdienen alle Ruhe. Dir täte sie auch gut. Hey! Ein Schiff! Oh, der Graf! Oh scheiße, der Graf ist ja noch gar nicht tot. Seht ihr, so ist das mit dem Krieg. Es war ja nur die Frau. Wir können nicht entscheiden, wann er vorbei ist. Oh Mann. Nein, 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 das darf nicht wahr sein! Geh rein, Hugo. Dort ist es sicherer. Alles klar. Ich fühle mich angesprochen. Ich bin jetzt Hugo. Nein, ich bin Hugo. Die kommen klar. Bleib unbedingt in der Kabine, ja? Alles klar. Ja, siehst du? Hugo wollte auch hochgehen. Er hat mich schon verstanden. Zum Seil auf der anderen Seite. Alles klar. Anno ist einfach schon wieder hellwach. Oh, na los, schneller. Der Scheißkerl lässt nicht locker. Sophia auch ganz entspannt unterwegs heute. Fertig. Gut. Sie kommen immer noch näher. Oh nein, nein, nein. Was jetzt? Das Segel in den Wind. Wir brauchen einen besseren Winkel. Ich lasse locker und du ziehst es zu dir. Ja, zieh. Wir und zieh. Anno. Und zieh. Sind wir auch noch. Keine Ahnung. Segler. Ja, wie heißt das? Werft Ladung über Bord! Schon dabei! Bloß die Äpfel, die brauchen wir nicht. Und das Schild ist auch mega schön. Wo bist du, Bro? Da. Bogenschützen! Alle Köpfe runter! Was? Ich übernehme die Fracht. Los! Geht klar! Sekunde, ich komme! Die Wirkliche könnte mit meinem Kind fliehen! Er ist nicht da! Mit deinem Kind? Ist das realistisch? Was zur Hölle, ihr alle! Nein, jetzt nicht sterben! Die wollen uns. Na, stirb doch auch nicht! Die wollen uns rammen? Oh nein, nein, nein! Okay, die dürfen uns nicht rammen. Oh nein! Amicia! Amicia! Was ist los? Oh nein! Sie sind über Bord gegangen. Steh auf, Amicia! Amicia ist tot. Nicht. Mist. Läuft der Stream? Dort. Läuft der stabil? Lukas! Sophia! Nein! Kommt her, ich werde euch alles zerfressen.
Was ist mit denen? Nein, nicht für uns zwei. Ich komme! Okay, Bro. Das war schlecht. Komm, gönnt doch mal Gegner, die keine Helme aufhaben. Ich tanze auf eure Leichen. Das war das zerstört, Anno. Finger weg vom Jungen. Kapiert. Zukunft steht auf dem Spiel. Es gibt keine Zukunft für niemanden. Nein, wir schaffen das. Wow, es sind ja voll viele Bolzen. Ha, crazy. Heißt hier wieder. Zähne. Oh, shit. Oh, Amicia. Oh mein Gott. Wow. Sie ist tot. Hugo, komm mit mir. What? Okay, das ist krass. Ja, jetzt kommt der Graf. Na toll. Hugo, komm her. Oh, jetzt kommt das Ratten. Schade, mein Kind. Seeungeheuer. Die Ratten helfen hier nicht. Nein! Gut. So, das war's dann mit Familie Ruhiges kleines Ding. Wie hießen die nochmal? Du gewinnst! Tu ihm nichts! Ohne? Nichts tun? Ruine? Er ist Emilys Sohn! Mein Sohn! Er ist ein Gott! Er ist unser Ende, Victor! Du lässt ihn lieber gehen! Zu seiner Schwester! Nein! Das schulde ich Emily. Durch sie der Ruhm. Glaubte ich diese der Welt bestünde. Nicht Amicia der Ruhm. Und Krieg. Der Ruhm. Dass ich sie einfach ersticken könnte, diese Flammen. Das war's mit Familie der Ruhm. Oder der Ruhm. Menschen wie wir wurden geboren, das Feuer. Das ist crazy. Aber gefällt mir. Was auch immer du vorhast, es wird nicht funktionieren. Er wird dich auslöschen. Er wird auslöschen. Was ich ihm sage. Amicia steht eh gleich wieder auf. Wir setzen die Welt in Flammen. Und ich forme mein Reich in diesem Feuer. Ein viel gerechteres. Es ist nicht vorbei, du Feigling. Du schuldest mir Blut. Dafür habe ich bereits bezahlt. Und mein Sohn braucht jetzt Ruhe. Erledigt sie. Was war das? Ich würde sagen, echt kurzes Kapitel. Kapitel 15. Sterbende Sonne. Ja, Amicia ist gar nicht tot, wusste ich doch. Verflucht, du verdammtes Monster! Hör auf zu schreien. Perfekt. Was ist mit Sophia? Wir trinken das auf dem Schlachtfeld. Und was mit Lukas? Doch, wir sind tot. Also, Lukas. Es tut mir leid. Ich musste wählen. Hätte ich uns nicht rausgeholt, wären wir tot. Wir müssen ihn retten, bitte. Der Graf weiß, wozu... Stopp. Im ersten Moment denkt man, wenn er sagt, sorry, ich musste mich dingsdongsen, dann denkt man doch automatisch, dass Hugo tot ist und nicht, dass er noch lebt. Hugo fähig ist. Wir müssen sie erreichen, bevor Hugo noch mehr leiden muss. Also los.
Sophia und Lukas sind vorgegangen, um Pferde zu suchen. Oh nee. Die leben auch noch. Das ist so unrealistisch. Verflucht. Ja. Die kann auch nicht laufen jetzt. Die muss jetzt zusammenbrechen. Wird bald besser. Der Graf. Wird bald besser. Du bist auch so ein Held. Du hast sein Herz gebrochen. Nun will er Krieg. Er will deinen Bruder benutzen, um zu erobern. Es wird nichts mehr zu erobern geben. Ich weiß. Sophia und Lukas? Etwas mitgenommen. Der Junge, er hat eine Wunde gesäubert. Geht ihm gut. Sie sind zum Wrack, suchen natürlich nach Vorräten. Zum Glück sind sie am Leben. Sie wollen dich sicher sehen. Kann in dieser Zeit, das ist noch mal so krass. Reiß die Wunde nicht wieder auf. Ja. Aber naja, wir sind ja in dem Videospiel. Ich glaube, dein Trank wirkt langsam. Ich hätte diese Made von Graf töten können. Du konntest nicht gewinnen, Anno. Szene. Es ist zerstört. Es wird nie wieder segeln. Boote kommen und gehen. Aber es ist das Meer, das Sophia trägt. Du weißt, was ich meine. Bewahre dir das, was wichtig ist. Denn wenn es weg ist... Danke. Bitte. Wir holen ihn zurück. Wahrlich ritterliche Worte, Arno! Nein. So, wie konntest du das hören, wenn du so schreist? Wo ist mein Bruder, du Mistkerl? Sicher in meinem Besitz. Oh mein Gott, der Endgegner ist einfach Hugo in seinen Händen. Uff. Solange bis er mir dient. Und bis er deinen Kopf rollen sieht. Und weiß, dass die alte Welt verbrennen muss. Scheißkerl! Ich kümmere mich drum. Ein Scheiß, was du... Hör doch nur einmal auf mich. Wieso? Damit du Rache üben kannst? Damit du deinen Bruder retten kannst. Er wird mir schon sagen, wo... Zitronenschock ist aktiviert. Alle trinken dein... Gib mir Deckung und pass auf. Der gehört mir. Tötet das Mädchen. Mein Herr, die Verstärkung rückt an! Passt auf! Sie sind hier! Lukas, bist du verletzt? Nein, aber wir stecken hier fest! Bleib am Leben! Du verdammter Trottel! Was hast du mit dem Jungen gemacht? Er ist mein Sohn! Meine heilige Waffe! Das Kind gehört jetzt zu uns! Ein böses Wesen! Oh doch! Aber erst seid ihr dran! Mach! Bis zum Gameplay. Schon wieder vergessen. Wo habt ihr meinen Bruder hingebracht? Antworte, dann schenke ich dir einen schnellen Tod. Wo ist der Junge? Die Zeit der Kompromisse ist mit Elise Tod vorbei. Jetzt stirb! Ich komme, Hugo. Die halten uns nicht auf. Und wie? Wenn man kein Ding mit hat? Ja, wahrscheinlich. Okay, jetzt hab ich einen Topf. Er ist mein Bruder! Opa. Was war das? Wir verschwenden unsere Zeit, Arno! Wir müssen eine Kur finden, bevor er... Hör auf mit dem Scheiß, Victor! Wo ist er? Ist dir doch egal! Ah, mein Tod! No, hallo. Was geht? Dir geht's gut. Warum lebt er noch? Okay, er will anscheinend noch mal das Gleiche. Bekommt er. Hallo? Hallo? Was ist das schon wieder für ein Game? Guten Morgen. Bestimmt irgendwie die Rüstung abkloppen von hinten.
ist doch schon mal nice. Das habe ich doch gut gesehen. Hugo. Er denkt, ich bin tot. Und gibt sich der Makula hin. Oh mein Gott. Marseille. Jetzt kommen die Ratten. Nach allem, was passiert ist, hast du ihn dorthin gebracht? Halt's Maul! Ich kümmere mich darum. Ratte. Öffnet die Augen! Es ist zu spät! Alle werden sterben! Danke schön. Er... Anno! Wir Lack. Sofort los! Hallo! Ihr geht... Was laufen wir, Supi? Jetzt ist wenigstens wieder angenehme Temperatur. Was jetzt? Verflucht, was ist das? Ihr Idioten! Seht es doch endlich ein! Das ist eure letzte Chance! Warum kämpfst du Seite an Seite mit dieser Hexe, Arno? Dein Blut klebt an deinen Händen. Es war Krieg! Du hast uns im Stich gelassen. Aber du kannst es wieder gut machen. Beweise Großmut. Mach diese Phase dein Ende und Ganz sehr gut, das freut mich. Oh mein Gott, was war das schon mit dem Bug? Manchmal nervt das Spiel, also das Gameplay extrem, ne? Sie war die einzige Chance, die unsere Welt hatte. Jetzt kniet vor mir nieder oder sterbt. Es war Zeit für Frieden, aber ihr musstet alles ruinieren. Alles, was ich hatte! Du hast dich ruiniert mit deinen Lügen! Deine Technik wird nachhaltig! Du hast zu viel mit Alzheimer trainiert! Sie waren besser, als du es je sein wirst! Nein. Das war's. Du bist alt, zu alt für den Kampf. Und ihr seid so unglaublich dumm. Amicia, wer gehört dir? Es ist vorbei! Bye, bye, Unicorn. Zu einfach. Was kann ich tun? Hör auf zu schreien. Entschuldige ich. Bitte nicht. Nein. Die Zeit ist gekommen. Rip Anu, den Chat. Du hast mir ein gutes Ende beschert. Aua. Er ist ein guter Junge. Und du? Ich weiß. Du. Thank you.
wird die Sonne töten. Der Nebel. Hast es geschafft, du Idiot. Wir sind dir was schuldig. Er ist überall. Die Ratten werden sich ausbreiten. Sein Urteil ist gefallen. Und werden wir noch Zeit haben? Ändert das was? Gehen wir einfach. Moment, Kleiner. Ich nehme die Zügel. Ich muss irgendwas tun. Lukas, du kannst hinten sitzen. An der Stelle haben wir aber alles drum und nicht weit, schätze ich. Einzige, der oder der Kampf. Amicia. Eben der Kampf, oder? Geht's dir gut? Nein. Oh ja, da hab ich auch. Hättest du nicht. Keine Ahnung, wie du überhaupt noch stehen kannst. Danke für die 15er Stream. Du hast alles gegeben, Lukas. Das wusste er auch. Danke. Und du hast ihm gegeben, was er am meisten brauchte. Den Tod des Grafen. Aber nein. Das ist nicht natürlich. Freunde. Na, besser. Und eine echte Bestimmung. Ja. Ja, ich habe mich echt an dieses blöde Gameplay gewöhnt. Er soll nicht umsonst gestorben sein. Jetzt müssen wir Hugo finden. Das wird ein Problem. Marseille ist so verdammt groß. Dieser Nebelausbruch hat bestimmt Spuren hinterlassen. Was dort auch geschieht, Hugo ist mittendrin. Über dieses Lukas machen. Woher wissen wir, dass er noch lebt? Ich hoffe auf irgendein Zeichen. Wer scheiße ist, bekommt scheiße. Oha. Die Art von Zeichen? Ja, das ist er. Aber das dürfte kein gutes Zeichen sein. Was ist das für ein Lärm? Kommt er aus der Stadt? Er kommt aus den Bogen. Aus dem Boden? Warum muss ich jetzt hinten sitzen? Was ist das denn? In der Stadt ist etwas Schreckliches passiert. Was? Was ist passiert? Einfach random vier Pferde so, die da einfach rumstehen. Na klar. Was ist das? Wir hatten bestimmt keine Angst in dem Nebel oder bei diesem ganzen Kampfgeschrei daneben. Der letzte Ruf. Der Makula. Mama! Wir müssen zurück und Mama suchen. Steh auf! Bitte steh auf! Ich kann es! Mein Bein! Du musst! Wir brauchen mehr Helfer! Nicht das Ding auf! Marseille, sie verbarrikadieren das Tor. Warum? Weil das Grollen von der anderen Seite kommt. Und die Leute, die noch da drin sind, die sind schon tot. Mach weiter. Und jetzt? Ich glaube, eure Holzbalken bringen absolut gar nichts. Aber das Heu liegt im Weg. Ich hab nichts gesagt. Die Kanone. Kannst du sie bedienen? Keine Ahnung, warte. Du schiebst hier. So müsste es gehen. Ich hab's raus, glaube ich. Dann los! Wohin soll ich denn ziehen? Griechisches Feuer? Ach so, wenn die Ratten dann raus. Ich habe ein paar Wagen vom Orden besorgt. Oder? Bin mir jetzt nicht mehr sicher, oder? Rennen alles an. Ja. Bin mir nicht sicher, was ich machen muss. Muss ich das Holz anbrennen? Also hinter diese Mauern? Denk jetzt nicht drüber nach. Ja? Gehen wir, Sophia! Und weiter geht's! Okay. Was denn? Das ist halt schon wieder. Dieses Beben kommt nicht aus dem Boden. Nein, es kommt von den Stadtmauern. Das ist wie ein Herzschlag. Sein Herz.
das sie führt. Was meinst du, wie viele? Aber ganz schön langsam, so fängt oder? Es also an. Was? Unsere Strafe. Oh. Ui. Hallo, kannst du mal richtig in die richtige Richtung lenken, so wie ich auch sag? Na und ich will dazu noch. So unlogisch. Die Pferde. Habe ich jetzt irgendwas verkackt? Nein, okay. Mann, das Spiel gibt mir mal voll das miese Gefühl. Würde ich irgendwas falsch machen? Öko. Wir sind da. Ich war noch niemals in Marseille. Tja, du kommst zur besten Jahreszeit. Suchen wir meinen Bruder. Juhu, zwei NPCs. Kapitel 16. König Hugo. Dich kann doch nichts aufhalten. Stimmt. Ich vergesse es nur manchmal. Aber deine dumm. Zitronenschock. Lukas, ist aktiviert. Alle trinken dein Tuch. Das war schon 10 Minuten. Das ist crazy. Es ist eine Ehre, denn du bist an meiner Seite. Du bist viel zuverlässiger. Ich hätte jetzt fast mein Getränk und wieder ausgespuckt. Freundlicher als sonst wer. Sophia, meanwhile. Ich weiß nicht. Du bist meine Familie. Also. Sagt ihr all das, weil ihr denkt, dass ihr sterben werdet? Boah, ich liebe die Frau. Ihr werdet sehr lange leben. Ihr schafft es. Und das ist ein Befehl. Und es läuft. Perfekt. Hero! Hi, Hero. What's up? Er muss leben. Er verdient etwas viel Besseres als das. Ich hoffe, dir geht's gut. Pass bitte auf. Hugo, endlich tot. Naja, wir sind gerade in Kapitel 16. Das Kapitel heißt König Hugo. Mhm. Finde Hugo. Wir haben eben den tollen Anu verloren. Er hat mit uns gekämpft, für uns gekämpft und ist dabei leider gefallen. Wie eine Armee. Das sind sie jetzt auch. Mit Hugo als ihrem Anführer. Das war schon ein wichtiges Spiel. Erobern. Tja, da lebt jemand Anu. Seinen Traum. Anu. Was haben Anu. Wir denn hier? Anu. Oh mein Gott, ich habe Buxis Lied umschreibt. Herrlich. Weil ich das gestern gehört habe. Buxi, können wir eine Anno-Version machen? Und dann so Anno. Oh no, oh no, oh no. Du lieber Anno. Eine Nelke.
Eine Nelke, ich hasse Nelken. Die erste Blume, die mir Hugo gebracht hat. Kurz bevor wir dich kennengelernt haben, Lukas. Oh Gott, wie schrecklich. Jetzt fühle ich mich alt. Die Blume zaubert. Bist du auch. Sicher. Ey, das war's letzte. Boah, aber wir sind voll gut, finde ich. Dafür, dass ich mich echt nicht gut in Welten umschaue und so, haben wir einfach 9 von 12 Dingens gesammelt. Das ist richtig stark. 3/4. Und bei den Erinnerungen, ja, okay, da haben ein paar gefehlt. Auch das letzte hat jetzt gefehlt, aber dafür, dass ich das gespielt habe, ist es echt gut. Außerdem muss ich da weniger beim Trophäen-Ding machen. Ich würde euch gerne mal den Controller in die Hand drücken. Aber jetzt ist weg. Ich weiß nicht, ob ihr das spürt, wenn mal wieder so eine Ratte kommt. Kann mal kurz hier so ein Rattenschwarm kommen? Ich will im Chat was zeigen. Spürt ihr das? Ich weiß nicht, ob man es spürt, aber der Controller vibriert komplett. Wenn ich den auf den Tisch lege, werdet ihr das hören. Achtung. Jetzt greifst du nach mir. Lol. Habt ihr das gehört? Das war richtig gruselig. Was für Geräusche das Ding gemacht hat. Achtung, nochmal. Und jetzt, bitte. Naja, okay. Das Mikrofon nimmt das nicht auf. Also. Zähne. Ich hab das nicht an. Also den Lautsprecher. Wir gehen da also wirklich rein. Kann ich dir nicht sagen, wie. Es tut mir leid. Weil mich das triggert, wenn ich Geräusche ich hatte außerhalb Spaß, des Controllers höre. Und mein Boot ich habe ein Headset auch. Das sagt mir, können wir es auch irgendwann richtig genervt. Wenn wir zu ihm gelangen, vielleicht. Aber das wird da unten bestimmt schwierig. Hör zu, ich gehe. Ich bin die. Amicia. Wir brauchen das, was ihn mit dieser Welt verbindet. Und wir alle stehen ihm nahe. Also. Die Simone. Gehen wir rein. Wir werden jetzt zur Ratte. Vielleicht nimmt er uns ja und kriegt. Nein, Sophia. Ich bin am Leben. Ich bin. Das ist gut. Ich bin. Du lebst. Ich hoffe, Lukas ist tot. Ich freue mich schon auf den Lukas zusammen. Ihr auch? Wenn ja, lasst doch mal einen Daumen oben. Oben da. Und Amicia hat auch ja gesagt. Nein, nein. Es ist nur. Geht es euch gut? Scheiße. Er lebt. Sophia ist verletzt. Ich versuche euch zu erreichen. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Was macht sie? Sie steht erstmal auf. Erstmal eine Runde laufen. Sag ich doch. Ich bin nicht gemacht fürs Festland. Fürs Fliegen ja. Auch nicht, wie du siehst. Sophia, das ist auch ein ganz normaler Tag. Die ganze Kirche stürzt ein. Da sind Millionen Ratten. Ganz normaler Festlandstag. Also, ja, stimmt. Kann man nicht vergleichen. Entschuldige. Nein, bitte. Entschuldigung. Du hast mehr als genug getan. Lukas und ich haben das schon einmal erleben müssen. So in etwa. Eine Legende ohne Seeleute, ha?
Das ist traurig. Geh und komm mit ihm zurück. Nein. Wir sehen uns unter der Sonne. Nein. Nein, Sophia wird safe nochmal auftauchen. Das glaube ich nicht. Sie stirbt jetzt hier nicht, Leute. Hugo ist ganz nah. Ich muss erst Lukas finden. Guck mal, die lebt noch. Guck mal. Nehmen die dann mit. Wir bauen irgendwie eine Stütze. Und dann ist alles schicki. Alles schicki, Niki. Bis gleich. Bist das wirklich du? Wow. Ich wollte jetzt hier runtergehen. Hier bin ich. Hey. Und Sophia? Sie kann nicht laufen. Bleiben nur wir beide. Wir können es noch schaffen. Siehst du das Mauerstück da unten? Die Ratten umgehen es. Da muss ich es. Hin. Treffen wir uns dort. Ja, aber warte, Moment. Ein Fehler und... Ich weiß, aber ich habe mitgezählt und sie halten einen immer gleichen Rhythmus. Wir können es zwischen zwei Wellen schaffen. Oh Gott. Na gut, na gut. Bereit, wenn du es bist. Keine Sorge, ich folge dir. Jetzt! Du meine Güte! Run. Es hat geklappt. Ja. Wir müssen. Hallo, Birni. Wir haben heute gar kein Getränk. Soll ich noch eins holen, Chat? Ja. Nach dir. Alles klar. Jetzt. Wow. Es geht gleich auf, keine Sorge, Lucia. Bist du bereit? Denke schon. Nee, warte Sie mal. Komm, na los, macht schon. Ja, Leute, macht das Tor doch mal auf. Danke. Jetzt! Nein, nein, nein! Oh, oh. Ist auch wieder so, keine Ahnung. Oh Scheiße. Oh Gott, oh noch gebackt hier. Stresslevel. Absolutes Stresslevel. Nicht sagen, mein Herz. Wo sind wir eigentlich? Richtig? War das hier knapp oder? Und los! Schätze nicht. Ja. Na schön! Na schön! Da! Erstmal alle Ratten reinlassen. Jetzt kommt auch noch so eine Brücke. Hugo, wo bist du? Hm, jetzt auch einfach vorbei mit den Ratten. Wir sind in Sicherheit. Warum laufen die jetzt nicht hier lang? Er ist da, Lukas. In Reichweite. Zähne. Sieh dich an, unter einer Decke versteckt, als wärst du traurig. Der Nebel verdichtet sich immer mehr. Da drin muss einiges los sein. Was wird uns wohl dort erwarten? Schwer zu sagen. Vielleicht ein riesiger Tiegel, in dem die Makula Hugo und der Nebel verschmelzen. Die Visionen des getäuschten Kindes lösen sich in der Atmosphäre auf, verändern die Welt. Es
Das ist die letzte Schwelle. Keine Naturgesetze mehr. Und wir müssen auch da hinein. Um deinen Bruder zu erreichen. Na schön. Hüpf. Mir geht's gut, Ben. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Wollt ihr ein Getränk? Oder kein Getränk? Hol tief Luft. Dann trinke ich aber meine fast leere Diet. Luft holen. Wer die Markengetränk? Okay, dann hol ich meins. Lukas! Wollt ihr eine Flasche oder eine Dose? Wer jetzt schreiben? Lukas! Oh Gott! Lukas, wo bist du? Hallo, hört man mich? Dose, okay. Alles dreht sich. Konzentration. Erst Hugo finden. Welche? Beides habe ich nicht zusammen. Okay, Chat, dann gibt es heute... Aber warte, das hatten wir schon. Nein, hatten wir nicht. Hatten wir nicht. Wir hatten die Cola Lime. Und das ist einfach Cola Lemon. Oder ist es das gleiche? Nee, ne? Oder? Fokus. Ta-ta-ta-ta. Bin mir jetzt unsicher, aber Lemon ist ja was anderes als Lime. Lime ist Kleber. Okay, Amicia, was müssen wir denn tun? Müssen wir etwa Hugo finden? Alter, Amicia und ich waren einfach gerade synchron. Habt ihr das gehört? Ja, sag mal. Noch einer. Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist das für ein Ort? Glas. Die Phönixe. Sie bedeuteten etwas. Oder Hugo? Sie zeigten den Weg. Sie führen bestimmt zu ihm. Verliere ich den Verstand? Hugo! Bist du das? Naturgesetze treten außer Kraft. Ja, halt dich daran fest. Je mange Hugo? Non. Hast du sie hergebracht, Hugo? Nein. Du warst das. Hugo! Oh, Gott sei Dank! Wo bist du? Ich bin hier. Ganz nah. Ich sehe dich nicht! Weil du noch zurückblickst. Hier sind nur diese Vögel! Sie zeigen mir den Weg, stimmt's? Wir haben es versucht, Amicia, aber es war eine Lüge. Nicht alles! Nicht alles war gelogen! Es war eine Lüge, die den Tod brachte. Die Menschen haben ihn gebracht! What the fuck? Bernie? Bernie65 gönnt Sushi unterstrich official ein Abonnement. Danke, du Ehrenpanda. Bernie65 giftet Artier 1 Sub to Sushi unterstrich official. Bernie, danke They für den Verschenken. 104 Gift Subs in the Channel. Danke dir für den verschenkten Sub an Sushi. Who's that, Pokémon? Ohne Momento, Benny. Ich muss es eindingsen, sonst vergesse ich's. Danke dir.
Danke, danke, danke. Liebe. Liebe für Benny. Benny ist im Glück? Oder versteckst du dich nur? Go, ich muss dich hier rausholen. Beschreite neue Wege. Die Dinge haben sich verändert, aber nicht deine Gedanken. Ich versuch's ja. Denk nach, Amicia. Er ist hier irgendwo. Tu doch was. Tu endlich was. Neue Wege. Zurück. Ja, so ist es richtig. Weiter so. Was ist mit mir? Ich fühle mich... Ach? Wie fühlst du dich denn? Du bist verloren und verängstigt. Aber ich bin bei dir. Ich tue, was auch immer nötig ist. Ich will dich sehen. Was ist das? Hugo, wo bin ich? Nein. Die auch noch. Nein. Steh auf. Steh auf. Okay, Ben. So viele, Amicia. Ist mir egal! Mir aber nicht. Es tut weh, dich so kämpfen zu sehen. Was meinst du? Wie früher. Habe ich jetzt unendlich als Schuss, jeder oder Kampf was? Zählte. Das tut sie noch! Jeder einzelne! Bleib weg! Das werden sie nicht. Hör auf, so zäh zu tun. Alicia! Hugo, was habe ich getan? Du hängst in deinem Kopf fest. Ich weiß, es ist schwierig voranzukommen, wenn man Angst hat. Ist schon in Ordnung. Gänsehaut, deswegen. Du schaffst das. Das werde ich. Ich mach's nochmal und werde dazulernen. Ganz einfach verwirrend. Das muss nochmal funktionieren. Ich muss Warum wieder zurück. Warum sind wir denn jetzt im Kopf? Ein Weg raus. Ich muss hier raus. Weg von den Vögeln. Ein Weg raus? Gibt's immer. Wie schließen? Fertig. Immer geradeaus. Dann kommst du ans Ziel. Na bitte. Immer der Nase nach. Du lernst dazu. Na gut, dann bleibst du halt, Amicia. Halte das durch. Ist aber keine Lösung. Halte durch. Wisst ihr, was ich mache? Ich mache einfach das Feuer aus. Diese Dinger schon wieder. Dieses Mal machst du es besser. Das Feuerbecken hält sie nicht auf. Mach dir das an gut. Ich hab's verstanden. Es ist nutzlos. Ich gebe auf. Was ist denn das für eine Herangehensweise von dem Spiel jetzt? Bitte, ich muss dich sehen. Das ist eine scheiß Botschaft, Alter. Ich bin stolz auf dich. Wo bist du? Ich bin hier. Komm, komm. Zu welchem darf man jetzt halten? Ich bin jetzt genervt. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Ich auch. Ich
Ich hatte so Angst. Ich hab mich nicht mal vorgekleckert. Aber du hast es geschafft. Kannst wir riechen du laufen? Gut. Ja. Sophia kann nicht laufen. Weißt du, wie wir hier rauskommen? Ja, komm. Gehen wir. Verlassen wir diese Hölle. Egal wie. Amicia, ich dachte, du wärst tot. Wirklich. Ich weiß. Ich fühlte mich völlig allein. Also machte ich einen Fehler. Hugo, wir haben alles versucht. Alles aber das alles gut. Ist ein großer Fehler. Viele Menschen sterben gerade. Ich spüre es. Und das ist bloß der Anfang. Verlassen wir diesen Ort. Das ist wir bloß können irgendwie. Es aufhalten. Wir finden Mutters Was Haus passiert eigentlich, leben. Wenn Hugo stirbt? Wir werden leben. Aber ich weine. Es verdient, ach, ich versuche meine Tränen zurückzuhalten. Der Ausgang ist ganz am Ende. Guten Tag. Kann ich etwas für euch tun? Ja. Hallo. Hallo, Stimme, die jede dritte Frau hat. Der Junge! Er hat sie getötet! Tut mir leid. Sie getötet? Was zur Hölle? Was geht hier vor? Sie hat recht. Ich bin das. Wie? Ich sehe keine Ratten. Das ist der Fehler. Das ist, was aus mir geworden ist. Ja, aber ich finde es nicht gut, dass eine Botschaft ist, aufzugeben. Wir finden schon eine Lösung. Doch erst müssen wir hier raus. Ja. Man gibt halt nun mal nicht auf. Sieh sie dir an. Diese Bauern. Ich mochte diesen Ort. Und die Leute. Ich mochte es nicht, weil ich mich nicht frei bewegen konnte. Ich kann nicht. Konzentrier dich. Säumen. Hast du das schon vergessen? Das ist ja, aber das war ja gerade die ganz klare Botschaft, dass ich nicht... Also, dass ich ja aufgeben soll. Was? Das ist ja das Gameplay in dem Spiel. Du wusstest, es könnte geschehen. Es ist zu spät. Nein, nein, nein. Ich lese zu, dass die Makula mich einnimmt. Das ist das Ergebnis. Ich weiß. Tun wir etwas. Wir müssen verhindern, dass mehr Leute sterben. Vielleicht hört es auf, wenn wir gehen. Hugo, kann es aufhören? Ich presse sie, Amicia. Nicht nur sie, auch alle anderen. Je mehr sich die Ratten ausbreiten, desto schlimmer. Ist das das Ende? Nicht ganz. Wir haben eine Chance. Eine letzte Chance. Sag schon, ich tue alles. Ich glaube, du weißt es schon. Ich halte mich auf, um die Makula aufzuhalten. Hugo, das kannst du nicht verlangen. Nur du kannst verhindern, dass ich zu einem Monster werde. Du bist kein Monster. Das werde ich nein, sein, du bist kein Monster. Wenn ich alles nein. töte, was ich liebe, all die schönen Dinge. Ich verstehe, aber... Bitte, Amicia. Ich versuch's. Na gut. Oh, wow. Was Wir jetzt? Haben mal eine andere Animation gesehen. Wo bist du? Wo bist du? Tut mir leid, aber du bist jetzt bereit. Bereit, alles zu retten. Bereit? Wie kann ich dafür bereit sein? Ich weiß, aber ich kann mich nicht selbst aufhalten. Du musst mir helfen. Hugo! Ich Junge. Liebe dich. Ich war glücklich mit dir. Leb wohl, Amicia. Ich liebe Tschüss, dich. Hugo. Ich liebe dich so sehr. Aber wenn du fort bist, bleibt mir nichts anderes mehr. Ich werde allein sein. Ja, Roxy, okay. Ganz allein. Aber für mich war es halt ganz klar, gerade die Botschaft, gib auf. Also das ist das, was bei mir halt gerade eben angekommen ist, so als erstes, weißt du. Weil ich durfte ja nicht kämpfen. Bei mir ist alles supi, Simon. Ich hoffe bei dir auch. Und ich will auch nicht diesen Typen sehen in der nächsten Szene. Warum? Ich will nicht Lukas sehen.
Ich bin hier. Nein. Ich bin hier. Das freut mich. Wo war er eigentlich? Oder ist sie einfach nur umgefallen? Und das war wirklich alles in ihrem Kopf. Okay. Kannst du aufstehen? Ist aber ein bisschen auch verwirrend gerade das Game. Die Ratte links gerade so. War ich hier? Da ist er. Ja. Weißt du, was du machen musst? Ja. Ja. Warum beschützen die Ratten ihn nicht? Will er das jetzt? Warum muss man in dem Gameplay alles tun, damit die Ratten uns nicht fressen? Jetzt können wir einfach laufen. Es sieht halt nicht mal schön aus. Ich find's hässlich. Das ist, glaube ich, die Hauptmenü-Musik, die ich mir leider vorhin schon 20 Minuten gegeben habe, bevor der Stream anfing, beziehungsweise wo das Intro noch lief. Amicia, wir sind da. Ich weiß. Wow. Wer sich dran erinnern kann, Leute, das Erste, was man im ersten Teil macht, man lernt Amicia kennen, den Hund und den Vater. Und man geht mit dem Vater spazieren. Und dann kommt ein Baum. Das ist der Apfelbaum. So dieser Baum der Familie, bla bla bla. Dann lernt man als erstes mit der Schleuder umzugehen, indem man alle Äpfel vom Baum schießt. Und jetzt ist halt Hugo der Baum, der Apfel. Okay, ciao. Und das ist das Erste, was man im ersten Teil macht und wahrscheinlich jetzt auch das Letzte im zweiten Teil. Fand ich gerade gut, dass das Bild schwarz geworden ist. Wow. Okay. Enttäuschend wie immer. Ja, keine Ahnung, was soll ich sagen. Bin echt enttäuscht von dem Spiel. Aber ich glaube, das wusste ich auch schon, bevor ich es angefangen habe. Vielleicht ist es auch gut so, das Ende. Und ich kann es gerade eben noch nicht so einschätzen. Aber ich hoffe, es wird auf jeden Fall kein dritter Teil kommen. Dann bin ich angepisst. Sie sollen sich an neuen Ideen ransetzen. Auf jeden Fall. Und bitte nicht noch einen gezwungenen dritten Teil ranschieben. Ich weiß ja nicht, was da abgeht, aber es gibt ja noch ein paar Personen in dem Spiel, aber bitte lasst es sein. Warum ist jetzt kein Ton? Kommt da noch ein Ton? Aber warte noch. Ja, ich warte. Ich guck mir das alles an.
Ja, ich weiß nicht. Es gibt viel Negatives, was mir jetzt nicht gefallen hat. Aber das habt ihr ja alles schon mitbekommen während des Spiels. Ich mochte nicht zum Beispiel nochmal, wie man direkt in das Spiel geschmissen wird. Also finde ich schon, dass man den ersten Teil spielen muss, um erstmal alles zu checken. Das Erbe der Familie de Roon. Okay. Ich hab gedacht, das war's jetzt. Gut, ich habe nichts gesagt. Wir dürfen noch nichts sagen. Ein Jahr später steht da unten. Oh mein Gott, sie hat's wirklich getan. Juni 1350. Sie hat's wirklich getan, so wie ich es gesagt habe. Ich habe es mal wieder vorhergesagt. Und das finde ich gut. Seht ihr? Ein Punkt, den ich mag. Aber irgendwie gruselig, oder? Dass sie es gemacht hat, so wie ich es gesagt habe. Oh mein Gott, das ist einfach Atreus. Und dann mit dieser Holzhütte im Hintergrund. Na moin. Ja, keine Ahnung. Ich meine, Nanarik, sie hatte hier oben den Streifen lang und die Seiten kurz. Die ganze Zeit jetzt im Spiel. Und ich meine, ihr Pferdeschwanz wurde nur abgeschnitten. Den hätte man ja auch einfach wieder lang wachsen lassen können. So wie es war. Es wird mit jedem Mal höher. Sophia, du bist gekommen. Natürlich. Ich wollte nicht fehlen. Hey, Vorsicht, ich rieche wie eine Ziege. Willkommen in einem schönen Reich, Ziege. Wie geht es dir? Bist du bereit? Geht's dir? Ich schätze schon. Was bereit? Dann sollten wir keine Zeit verschwenden. Oh, warte. Für was bereit? Ich habe Angst. Wenn du mehr Zeit brauchst, um dich zu verabschieden, sag die Umgebung voll abgeguckt von Bob Ross. Entschuldigung, aber ich muss erst nach den Ziegen gucken. Vielleicht ist auch die letzte Erinnerung erst hier. Aha. Boah, das ganze Dach ist schon vermoost. Da muss mal jemand anpacken. Hallo, Tische. Meine Damen, ich muss gehen. Danke für eure Besuche. Bitte kümmert euch schön um alles. Sie ist einfach Heidi. Das ist doch ein Ziegenbock, oder? Ich bin enttäuscht, wenn wir nicht in das Haus gehen können. Ich werde deine Wärme vermissen. Die ruhigen Nächte, wie du mich vor dem Gewitter schützt. Aber ich muss es tun. Ich bin enttäuscht. Na gut, wir können los, Sophia. Oder kann man da hoch? Ungefähr. Enttäuschung pur. Schon gut, gehen wir. Wie du meinst. Ich habe die Pferde oben gelassen. Also, was hast du die letzten Monate so gemacht? Spaziergänge, Arbeit am Haus. Ich wollte mich mehr. Arbeit am Haus? Funktioniert. Hast du mal das Dach gesehen? Besser. Ja. Gut. Ich habe mir ganz schön Sorgen gemacht.
Alles gut, Sophia. Man hätte einfach Hugo schon, Und direkt am Anfang töten können, dann wäre alles nicht passiert. Ich handle inzwischen. Dann würde die Mutter wenigstens noch leben, okay? Oh, wie kommt's? Und Anne? Ich will einfach nur länger leben. Wirklich? Mir ist eine ruhige See lieber als ein Erster Teil einfach besser. Apropos, wir legen morgen ab. Ja, gut. Man ist viel Sehr besser gut. reingekommen. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt noch kommt, aber ich fand's halt auch Oh nein, der ist noch unterwegs. Von der Schwierigkeitsgrad. Ganz allein. Sie werden so schnell erwachsen. Er brauchte das. Ich bin ja komplett durchgerusht. Ich weiß jetzt nicht. Gut, es gab ein paar Zehen. Es wird kalt. Wir sollten uns ein bisschen beeilen. Meinst du jetzt noch, oder was? Aber ich habe im ersten Teil auf jeden Fall Szenen, wo ich mehrere Minuten sah. Und hier waren es nur ein paar Tries. So, es gab einen Moment, da war ich ein bisschen abgefuckt, ne? Noch nicht. Aber ich erinnere mich gar nicht mehr. Es, wenn ich die Zeichen sehe. Das ist gruselig, wenn ich mich über eine Woche Spuren auf Dingen und Menschen. Ich glaube, ich kann herausfinden, wo der nächste Träger Wo ich mich nach einer Woche nicht mehr erinnern kann, aber 3 Jahre, wo ich mich noch erinnern kann, in Teil 2. So wie Elia uns geholfen hat. Also keine Chance, dass du dich mal ausruhst? Keine. Na gut. Teil 2 waren Stellen, wo ich verzweifelt war und teilweise genervt von den beiden. Und die Stille. Kannst du mir sagen, welche Stellen? Außer vielleicht, was jetzt noch kommt, aber ich glaube, hier kommt nichts mehr Spannendes. Ich fand den zweiten viel besser. Der erste hat mir beim Finale gar nicht gefallen. Der hier hatte viel spannendere Umgebungen zu entdecken. Und das Gameplay war viel variantenreicher. Ja, aber man ist gar nicht reingekommen. Ich fand das im ersten Teil viel besser gemacht. Weil hier hast du, hast du das, das und das, mach. Beim ersten Teil wurde dir noch wenigstens erklärt. Also da hast du viel bessere Anleitungen bekommen. Im Gegensatz jetzt hier vom praktischen Teil. Hier musst du wirklich deine Birne anstrengen. Zweifel mit den Ratten. Ja. Jungs, ja, es gab tricky Momente. Das ist Amicia. Seid nett zu ihr. Es ist ein besonderer Tag. Hey. Aber ich bin jetzt einfach nur von meinem Gameplay so und von meiner Vorangehensweise bin ich im ersten Teil, habe ich mehr gestruggelt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch, ich muss noch was erledigen. Erinnern könnt, Lass diese Szene mit dem Wagen. Mein Rücken freut sich über diese Pause. Zieht ein Sturm auf? Wisst ihr? Ich denke, der Sturm ist schon da. Teil 1, dieser Wagen, den man nach vorne schieben musste. Beziehungsweise dieser Dude. Es wird schon alles gut. Da bin ich fast ausgerastet im Stream. Du hast die kranke Welle von Gegnern im ersten Versuch geschafft. Du bist besser reingekommen, als du glaubst. Ja, also vom Gameplay her habe ich mich gezwungen, aber mochte ich nicht. Du hast quasi alles intensiv genutzt, genau wie ein Spiel mit so vielen Varianten funktionieren sollte. Ja, also ja, aber es ist halt kein gutes Gameplay für mich. Das Meer wird im Vergleich dazu so flach aussehen. Und ich glaube, der zweite Teil war auch wesentlich länger. Ich glaube, im ersten Teil hatte ich nur 2 Streams oder so. Da habe ich dann länger gestreamt, aber ich finde halt auch die Musik, ne, die ist halt einfach kopiert. Komm, so, was willst du da sagen? Es ist so viel kopiert worden.
ich lese mal ein bisschen und lass mal euch hier dieses Bild, damit ihr ein bisschen wirken lassen könnt. Ja, das stimmt. Na, dann gebe ich dir zu, was jetzt die Emotionen angeht. Also, ja, man hat's gesehen, aber es gibt so viele Szenen, wo Amicia einfach nur diesen macht. Die ganze Zeit. Juhu, wir haben Spaß. Und sie guckt so. Und ich denke mir so, was ist da für Emotionen? Aber jetzt zum Schluss. Die schreibt alle, ihr habt Gänsehaut bekommen. Ich habe gar nichts gespürt. Vielleicht ist es einfach so, weil ich das ganze Spiel nicht so mag. Ist es dann mir nicht persönlich nahegegangen. Also mir hat das gar nichts ausgemacht. Ich war ein bisschen erschrocken bei dem Amicia Bolzenschuss. Damit habe ich aber nicht gerechnet, aber war ja klar, dass sie überlebt, weil ne? Das Team macht sowas nicht. Und dann wäre das Spiel zu Ende gewesen, weil wer steuert dann? Also wen steuere ich dann? Ja, es wird nur noch kopiert. Ja, ja, ich habe es auch kostenlos gehabt. Jetzt kommt der Phönix, pass auf. Die sind zum ersten Mal hier. Das sind keine Phönix. Ganz normale Falken. Oder? Ich weiß, du hast immer schnell Freunde gefunden. Ich wusste nicht, ob ich bereit bin, aber Sophia ist hier. Das stimmt, Buchi. Da hast du recht, da gebe ich dir zu. Wir haben nie aufgegeben, was? Da gebe ich dir zu. Hier entstand. Möge diese Erde nie vergessen, wie sehr du sie geliebt hast. Was du aufgeben musstest. Alles, um sie zu beschützen. Ich frage mich gerade in Prozenten, wie viele hier jetzt angefangen haben zu heulen. Das ist doch wie in Uncharted 4, diese Dinger, die man in der Wüste umschmeißen musste. Und ich werde nicht vergessen lassen. Ich sag ja auch nichts, wie das Game aussieht. Das ist gefühlt der einzige Pluspunkt bei mir. Oh, ein weiteres Spiel. GOW 2018. Okay. Ich glaube, das ist jetzt wirklich der richtige Ding in Stones. Abspann. Und hallo, Peaches, was geht? Ich hoffe, für die geht's gut. Die Gesichtsanimation haben sie jetzt nicht so gut hinbekommen.
hingebracht, hinbekommen. Aber das hat mir gar nichts ausgemacht. Ja, ich achte da halt drauf. Wenn da eine Szene ist, wo sich alle freuen und Amicia halt eine Fresse zieht, dann weiß ich nicht. Aber sie so mäßig vom Ton her lacht. Weiß ich nicht, passt nicht so gut in der heutigen Zeit. Auf jeden Fall gibt es viel schlechtere Spiele, ja. Aber mir hat das Gameplay halt trotzdem wieder mal nicht so gesagt. Und es wiederholt sich halt alles. Danke an Aim Assist. Okay. Was ist dieses Aim Assist? Mischtonmeister. Oh, Mischtonmeister. Können wir das anhalten? Wir können es noch überspringen, Manu. Hätte ich jetzt eine Pipi-Pause gemacht, aber ich habe halt Angst, dass ich irgendwas verpasse. Ist doof. Coca-Cola Lemon. Eine Cutscene kommt noch, okay. Dauert der Dings lange oder meint ihr, ich schaff's? Oder Simon? Schaff's. Okay, dann gehe ich kurz. Perfekt.
Szene. Ist das Hugo als Baby? Oder ist es eine neue Person, weil er gestorben ist und dann wird wieder jemand wiedergeboren? Ritter. Ja, safe. Es wurde halt jetzt wieder jemand Neues geboren mit dem Dingens. Nice, es gibt ein neues Spiel bloß. Boah, ein Glück. Das freut mich. Oh, bitte nicht. Auf ins New Game Plus. Habe ich also fortfahren gedrückt? Das habe ich jetzt gemacht. Immer wieder verkackt. Okay. Dann lasst uns doch mal die Trophäen anschauen. Okay, das ist jetzt nicht so viel. Wenn ich mal ganz kurz runterscrolle zu dem anderen Teil. Ich glaube, der Teil war richtig. Okay, das klingt jetzt auch nicht so viel. Ich habe jetzt schon so gedacht, 20 oder 25% mindestens. Okay. Ja, okay, dann gucken wir mal, was so schwer daran ist. Allein bei den Kapiteln hat es ja schon übelst nachgelassen. Was geht ab? Finde alle Blumen, finde alle Federn, öffne alle Geheimtruhen. Was sind denn Geheimtruhen? Sammle alle Erinnerungen. Okay. Okay, alles aufwerten. Werte, okay. Meist, ach okay, das sind diese Dinger. Schieße alle Tannenzapfen ab. Okay, das sind die Minigames. Ja. Interagiere im Heiligtum mit allen Objekten der alten Beschützerin. Töte nicht die Wache. Oh mein Gott, ich habe sie getötet. Okay, keine Ahnung, was das ist. Was sein soll, aber das andere ergibt alles Sinn und ist mega einfach. Also. Glaube ich nicht. Das glaube ich kaum. Deswegen gibt es auch ein New Game Plus. Damn, 92. Ja, 92 Platin. Und da kommt noch vieles dazu. Das ist halt leider ein Unding. Die haben halt 200 Leute. Das ist halt... Hier kommen noch viele dazu von den 10. Das sind 9. Ich denke mal so 4, 5 schaffe ich noch davon. Aber 2 sind unmöglich. Dann kommt hier noch Vollgeist dazu. Das kommt noch dazu. Wenn ich noch oben eins, irgendeins, was noch dazu kommt. Horizon habe ich ja jetzt gemacht. Playtale wird auch noch dazu kommen, auf jeden Fall.
Ne, okay, dann hab ich das. Vorgeist, was halt nervt. Ja, man muss halt einmal durchspielen und dann New Game Plus. Ich bin nicht bereit, Buxi, weil das heißt, du übertreibst und das mag ich nicht. Aber ja, ich will. Soll ich Ruhe machen? Ist überall nicht ruhig. Unfair. Zockabatu, hallo. Wir sind eben fertig. Wir sind einfach durch mit dem Spiel und haben uns gerade die Trophäen angeguckt. Hier einfach ins Trophäen-Menü. Das ist halt alles einfach. Werde ich auch machen. Ich spiele es einfach nochmal durch, so. Wenn ich mal Bock habe und dann ist die Platin auch gedings. Okay, Buxi, dann. Wir sind ready. Und wer hat nicht überlebt? Hugo. Und die Mutter und Anno. Und Lukas hat überlebt. Und Sophia auch. Oder Misia auch. Habe ich jetzt gespoilert? Aber du hast ja geschrieben. Okay, here we go. Da Buxi gönnt X100 Bits. Beim letzten Mal brauchten wir gleich zu Beginn Konzentration, als wenn wir in der Schule sind. Die Gegner wirkten wie eine Meute Hooligans. Aber Panda-Fans sind einfach die coolsten Gangs. Also nutzten wir alles, von Schleuder bis Armbrust. Und machten ernst, auch mit Feuer, kein Warnschuss. Auf dem Ruderboot machte Sophia eine Ansage. Hugo, hör auf uns, sonst gibt's wieder nur Skandale. Schließlich fanden wir die Katakomben. Nach all den Strapazen waren wir endlich angekommen. Hätte auch ein Elden Ring Zitat sein können. Da Buxi gönnt X100 Bits, dort war alles voll von den Rattenmassen. Aber vor denen hat uns längst die Angst verlassen. Das Rattennest war dunkel wie die U-Bahn. Hier suchten wir eifrig nach Hugos Uran. Basilius, der erste Träger der Makula, war da unten angekettet von Jahr zu Jahr. Wir flohen und sahen das Elend und Leid. Die Leute hoffen nur, dass sie jemand befreit. Und der Graf, der wollte Amicia eiskalt schlachten. Amicia. Doch wir schafften es im Zweikampf, ihn kalt zu machen. Da Buxi gönnt X100 Bits, doch nach Ratten-Action war Hugo wie paralysiert. Er war schwach und wusste nicht mehr, was gerade passiert. Oh, was? Danach Köpfe in Nem-Kampf voller Action-Spalten. Wir befreiten Arno direkt vom Galgen. Zurück auf dem Meer wurden wir angegriffen. Vom verrückten Grafen und bemannten Schiffen. Trotz allem Widerstand von Amicia und Arno kam er davon und entführte Hugo. Tauchte am Strand wieder auf, um gegen uns zu kämpfen. Yoki killte souverän circa 100 Menschen. Circa 100 Menschen. Alter Buxi, das ist crazy. Da Buxi gönnt X100 Bits, doch am Ende liegt er wie der Graf im Sand und ist tot. Danke für alles und Ruhe in Frieden, Arno. Danach surften wir eine Runde auf den Rattenwellen. Spaß, sicher war es, sich hinter eine Wand zu stellen. Dann ging's hinein in das Herz der Makula. Klar, Hugo war schon lange da. Er lehrte Amicia, was es heißt, loszulassen. Dass Liebe manchmal auch bedeutet, nicht den Tod zu hassen. Am Ende sagte sie dann au revoir. Zu dem tapferen Hugo, der ihr Bruder war. Da Buxi gönnt X126 Bits. Und auch wenn Yoki es nicht so mochte, dieses Abenteuer. Saß ich hier, entspannt wie an nem Lagerfeuer. GG, bald gibt es wieder neue Gedichte. Ein neues Abenteuer, eine neue Geschichte. Und eine neue Geschichte. Boah, ich weiß gar nicht mehr, aber ich glaube, das war ein Elden Ring, Buxi, wo ich gesagt habe, ich glaube, das ist der beste, den ich bis jetzt gehört habe. Aber wenn ich das mal alles als eins nehme, und das mache ich auch, ich fand zwar das Spiel nicht so gut, aber umso mehr mochte ich diese Zusammenfassung. Das war ja absolut crazy. Wie krass einfach
Hugo auf Anu und what the hell? Das ist ja crazy. Ja, ich glaube, das ist, aber ich glaube, Elden Ring war noch ein bisschen epischer, oder? Ich bin mir nicht so sicher. Aber das war auch crazy gerade. Und danke dir für unnormal viele hunderte von Bits. Wie viel waren das jetzt? Krank. Und ich glaube, ich muss mit Twitch reden. Mit Twitch. Dass die in einer Cheer-Nachricht unendliche Zeichen machen sollen. Und nicht so, damit Buxi hier 80 Mal spenden soll. Was soll denn das? Unfair. Also Buxi, danke für den crazyhaften Text. Aber ich glaube, es kommt nur auf Platz 2. Ich glaube, ich fand das Elden Ring-Ding damals noch ein bisschen cooler. Auch wenn es einfach Elden Ring ist. Danke für den Text. Danke, danke, danke. Und danke für die 100, 200, 300, 400, natürlich 526 Bits. Der fünfte Monat und der 26. Tag. Dankeschön. Leute, haut mal ein bisschen Liebe raus für Buxi und seine crazyhafte Arbeit. Junge, der moddet hier und schreibt einfach noch eine ganze Geschichte nebenbei. Von einer Geschichte, die einfach gerade passiert. Das ist doch crazy. Ich feiere es total. Mal gucken, was dann beim nächsten Abenteuer passiert. Ich bin gespannt. Ich habe es ja schon angeteasert. Ich will unbedingt, und das werden wir auch wahrscheinlich dann schon am Freitag anfangen, ich will Astrobot zocken mit euch. Ich bin da so halb drauf. Ich habe so Bock. Allein wenn man sich hier schon diese Bilder anschaut. Ich habe mir nichts angeschaut, außer diese Bilder. Süß. Was geht? Ich weiß nicht, das bestimmt ein Endgegner oder so. Das ist scheiße. Einfach der Kuddel-Daddel-Du-Baum. Käse. Was geht ab? Das wird so geisteskrank. Und ich glaube, dieser Hund wird unser neuer Begleiter. Der hat den ja hier schon auf dem Rücken. Der tötet dann vielleicht mit. Ja, und hier war Kratos. Ich freue mich auf das Spiel. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Das wird es auf jeden Fall beim nächsten Mal geben. Wir haben echt gut gespielt. Also hier gibt es echt nicht viele Level, die ich nochmal spielen muss. Aber ich spiele das nicht im Level. Ich spiele das direkt nochmal als New Game Plus. Und werde dann das einsammeln, was mir noch fehlt. Und diese ganzen Fähigkeiten leveln. Schade, dass ich gerade das gar nicht sehe, wie weit ich war und so. Vom Ding her. Aber damit ist Plague Tale 2 zu Ende. Ich hoffe, Fawzi, du bist mir nicht böse, dass ich das wirklich in der Zeit gespielt habe, wo du nicht da warst. Ich fand's wie erwartet nicht so gut. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, aber ich glaube, das weißt du. Also, dass du weißt, wie ich das finden werde. Ich gehe mal auf Rank 1 und sag euch mal so ein bisschen, was abgeht. Bin ich gar nicht mehr angemeldet? Doch. Okidoki, dann. Wo ist Plague Tale? Hab ich das gar nicht? Okay, ich hab's anscheinend nicht. Plague Tale. Dingsy Dongs auf PlayStation 5 gespielt. Wie viele Stunden? Wie viele Stunden? 15. Hat gesehen, bei Amazon gibt es Astrobot gerade für 60 statt 70 Euro. Falls du es nicht schon längst bestellt hast. Nö, ich würde es im Shop kaufen. Weil das ist mir zu unsicher. Weil bei uns kommt Amazon erst dann nachmittags. Also die kommen immer, wenn ich streame. So, 15 Stunden haben wir.
Gameplay hat halt für mich leider reingeschissen. Da kann ich nicht mehr geben als diese Sterne. Aussehen war gut, muss ich sagen. Wenn ihr wissen wollt, wie ich es am Ende bewertet habe, einfach Rank 1 in den Chat. Okay, jetzt brauche ich kurz einen Taschenrechner. Mit Kommazahlen ist nicht so cool. Dann haben wir einmal das plus das plus das plus das ist gleich durch 4. Bam. Boah, das ist gemein. Hä? Ich muss mich jetzt einfach entscheiden zwischen bla bla bla, 5 und der vollen nächsten Zahl, weil es eine 75 ist. Aber im Prinzip muss man ja in dem Moment eigentlich aufrunden, ne? Ich muss für euch aufrunden, Chat. Weil wegen Buxis Text. Ich schreibe auch darunter nur wegen Buxi Text. So. Move to play. Da ist es, Chat. Ihr könnt es jetzt bewundern. Es ist online. Meine Bewertung von Black Tail. Yes. Und jetzt ist die Frage, Chat, was machen wir denn jetzt?